Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis und heute wird's frühlingshaft. Ich möchte heute mit euch zusammen einen Strauß Tulpen malen und da freue ich mich schon besonders drauf, denn ich bin normalerweise eigentlich eher so der akkurate Typ beim Malen, aber ich dachte mir, wir versuchen das mal hier so ein bisschen so in loose, aber trotzdem ein bisschen detailliert. Was brauchen wir alles für Materialien? Wir brauchen einen Pinsel. Wenn ihr habt, habt ihr vielleicht sogar einen Verwaschpinsel. Ein normaler Rundpinsel reicht aber auch vollkommen aus, wenn ihr nichts anderes da habt. Dann brauchen wir Wasser und ein Tuch, eventuell einen Bleistift zum Vorzeichnen und Aquarellfarben bzw. wasserbasierte Farben. Legt euch die Farben bereit, die ihr gerne verwenden möchtet, wie eure Tulpen gerne aussehen sollen. Dann gehen wir gemeinsam diesen Weg und werden eine Vase mit Tulpen malen. Wir fangen auch ganz locker an, indem wir uns eine kleine Skizze machen. Auch gar nicht großartig doll und viel, sondern wirklich nur grob, wo die Blüten aussehen sollen. Wenn ihr euch unsicher seid, wie diese Blüten aussehen sollen, dann guckt euch auf jeden Fall ein paar Bilder im Internet an. Die werden euch auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Vorlage hier nutzen, die ich schon fertig habe. Ich lasse die jetzt für den Moment des Vorzeichnens einfach mal hier liegen. Dann habt ihr auch eine kleine Vorlage. Tulpen sind ja eher meistens immer so eiförmig, wenn sie noch nicht ganz geöffnet sind. Ne? Eiförmig oder auch so sehr spitz und wie ein Lot quasi. Jede Tulpe hat natürlich auch einen Stiel. Und die stehen hier gemeinsam in einer gläsernen Vase. Einen breiteren Rand. Wir deuten auch hier nur den Beginn der Vase an. Dazu kommen dann noch ein paar Blätter. Die zeichne ich mir nur mit Linien vor, weil ich dort dann die Blattstärke mit dem Pinsel bestimmen werde. Und hier in den Hintergrund können wir dann noch ausfüllen mit Blättern. So, da legen wir dann auch schon direkt los. Ich zeichne ja gerne in so einem Drei-Schicht-System. Das möchte ich jetzt hier auch machen. Aber wir werden nicht so akkurat bleiben. Ne? Also hier ist es auch, wenn man von Weitem schaut, doch ein bisschen detaillierter. Aber es soll ein bisschen loose bleiben. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt viel Wasser. Und eure liebsten Farben. Ich werde jetzt mich hier, ich habe hier einen relativ bunten Strauß gemacht. Ich werde jetzt hier alles in Rosa halten, weil ich rosa Tulpen unglaublich schön finde. Und da kann man auch so ein paar kleine Details noch mit reinzeichnen. Also grundiere ich jetzt hier mit einem relativ oder sehr hellen Rosa. Die einzelnen Blütenblätter oder fülle die einzelnen Blütenblätter aus.
damit es nicht zu schnell antrocknet, nehme ich hier jetzt noch entweder ein Rosa oder das Magenta und gebe hier ein bisschen Farbe noch rein, die sich dann auch schön verbindet und verlaufen kann. Vielleicht auch nur ein paar einzelne Striche nach oben. Das sieht zum Anfang immer noch so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt aus. Aber das wird schon. Ich versuche hier immer zwischen den Blättern auch ein bisschen Freiraum zu lassen, dass ich den Rand noch so ein bisschen sehe. Aber wenn das verläuft, ist das überhaupt gar kein Problem. Das soll ja ein bisschen loose aussehen, ne? Also da könnt ihr auch ruhig ein bisschen verlaufen lassen. Ich werde jetzt hier an den Spitzen oben an den Tulpen nur kleine gelbe Akzente noch setzen. Wir hatten letztens einen Tulpenstrauß, da waren so kleine gelbe Akzente in den Spitzen, aber auch nur ganz wenig. Falls ihr da jetzt noch ein bisschen in die nasse Farbe reinkommt, lasst es. Lasst es einfach laufen. Das lasse ich jetzt erstmal oben antrocknen und werde mich jetzt den Stielen bzw. den Blättern widmen und werde sie lasieren mit einem wässrigen Grün. Also ihr könnt da ein Grün eurer Wahl nehmen, am besten irgendwas, was sich gut aufhellen lässt.
Oder ihr habt gleich so ein Lasur, eine Lasurfarbe da, sowas wie grüne Erde oder Terra Verte. Ja, da, die kann man auch gut zum Grundieren nehmen. Und hier male ich jetzt erstmal die Stiele vor. Dann gehe ich auch bis runter, soweit ich möchte, durch die Vase. Mache ich die Breite mit dem Pinsel, da fange ich spitz an und dann setze ich den Pinsel an zu einem breiten Blatt. So. Wenn ihr euch zutraut, könnt ihr mit dem Pinsel weiterarbeiten. Auch mit diesem Pinsel kann man wirklich schöne, feine Akzente setzen. Wenn ihr euch aber ein bisschen unsicher seid und lieber feine Linien mit einem dünnen Pinsel machen möchtet, dann nehmt euch noch einen dünneren Pinsel zur Hand. Denn jetzt kommen wir zu der zweiten Schicht und werden ein paar kleine Akzente setzen, aber noch nicht mit einer ganz kräftigen Farbe. Ich wechsle jetzt wieder zu dem Rosa, was ich gerade vorhin genommen habe, und suche mir mal hier eine freie Ecke auf meinem Mischpalette. Das ein bisschen mit Wasser andünnen. Das sollte nicht die reine Farbe sein, also. Dadurch, dass jetzt alles trocken ist, verschwimmt auch nichts mehr miteinander. Ne? Ersten Abgrenzungen zu den anderen Blumen kennzeichnen. Gleich gehen wir mit noch kräftigerer Farbe ran. Da nehme ich dann gleich einen Magenta. Das ist nämlich noch ein bisschen dunkler. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter mit den Stielen. Denn wenn ihr euch mal so ein bisschen die Tulpenbilder anschaut, die Stiele sind manchmal entweder richtig hell, ein helles Grün, so ein saftiges Maigrün eventuell,
oder die haben so einen kleinen bräunlichen Touch. Ja. Ich werde jetzt hier so eine Mischung machen. Ich werde mir eine Mischung aus einem Maigrün machen. Und hole mir in das Maigrün ein bisschen vom lichter Ocker. Das hat also einen grün-gelb-Stich. Und hier schaue ich jetzt, dass ich nicht mehr über die Blätter gehe. Ja, ihr könnt hier auch gerne nochmal in die Blume reingehen. Manchmal sind da ein paar grüne Akzente in den Blütenblättern zu sehen. Aber denkt dran, das ist die erste, nein, das ist die zweite von drei Schichten. Und hier gehe ich jetzt auch nicht mehr in die Vase rein. Durch das Glas und durch das Wasser verhält es sich ein bisschen, also nicht verhält, erhält ist ja alles ein bisschen. Ne? Saftiges Grün rein, wird aber noch nicht zu dunkel. Und gehe jetzt nicht das ganze Blatt entlang, sondern lasse einen hellen Rand stehen. Ihr könnt auch gerne in die feuchten Stiele reingehen, sich die Farbe so ein bisschen angleicht. Und dann fangen wir hier auch schon an. Das könnt ihr mit Schwarz oder Neutraltinte machen. Ich habe hier Schwarz, wo ich mir so ein ganz kleines bisschen aus der Palette, dass es so ein schönes helles Grau wird. Und so werden wir quasi die Glasvase machen. Das ist quasi nur angedeutet. Denn wie malt man Glas? Wieder zu den Blüten hochgehen, denn die sind einigermaßen getrocknet. Und da habe ich jetzt, wie schon angekündigt, gesagt, dass ich mit Magenta rangehe, weil das noch ein bisschen kräftiger ist. Das hole ich mir einfach hier auf die Ecke. Da nehme ich mir jetzt aber ein bisschen einen kleinen Ticken Rot rein, damit es nicht ganz so damit es ein bisschen wärmer wird. So, und da mache ich jetzt gar nicht so viel. Also ich fülle jetzt hier nichts mehr aus weiter. Ne? Hier werden jetzt nur noch tatsächliche Akzente gesetzt. Auch so die Lichter hervor, also die hellen Stellen. Ich
bzw. die schattigen, dunklen Stellen. Dann sind die Tulpen eigentlich auch schon fertig. Dann werden wir jetzt den Rest von den Blättern machen. Jetzt mache ich mal als erstes die Blätter. Die will ich noch ein bisschen kräftiger. Dann mache ich mir jetzt Chromoxidgrün noch rein. Und lasse auch hier wieder, dass man die drei Farben sieht, ne? Also auch hier lasse ich wieder einen Rand. Tulpen gehe ich jetzt hier von oben, von der Spitze weg, noch mit ein bisschen Braun ran. Da habe ich hier so einiges auf meiner Farbpalette. Das ist eine Mischung aus einigen Brauntönen, aber ihr könnt da gerne sowas wie Lichteraugas ein bisschen zu hell, vielleicht Spinellbraun oder Umbra, wenn ihr das ordentlich aufhellt mit Wasser, dann geht das auch. Weg, so das obere Drittel. Bin so ein bisschen aus und dann hier einen weichen Übergang, könnt ihr aber auch einen harten lassen. Und dann werde ich mit dem Braun aber auch noch mal den hier unten so ein bisschen an den hinteren Blüten sitzen. Also an den hinteren Stielen. Dass man da so ein bisschen den Unterschied sieht. Dann haben wir den Strauß Tulpen schon fertig. Und jetzt kommen wir noch mal zur Vase. Da müssen wir jetzt mit ein bisschen Ticken dunklerer Farbe rangehen. Also ein kleines bisschen mehr Schwarz oder weniger Wasser. Mal jetzt hier gar nicht viel, nur so ein bisschen. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mit ausreichend Wasser natürlich einen Strauß Tulpen fertig gemalt. Ich hoffe, euch gefällt diese Anleitung, diese Mischung aus loose und doch so ein bisschen detailliert. Ich hoffe, dass ich euch damit inspirieren kann. Man kann damit auch sämtliche andere Blüten malen oder zeichnen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps noch mitgeben und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, vielleicht spielt ihr das Wetter ein bisschen mit, dass das Wetter sehr schön ist, je nachdem, auch in welcher Ecke ihr wohnt. Habt's fein, macht's gut, lasst mir gerne noch ein Abo hier und wenn ihr das in den sozialen Medien teilt, euer Ergebnis, dann gerne mit Hashtag Sonntags mit Lillis und habt's fein, habt einen schönen Tag. Tschüss!